Diese Bänder laufen jeden Tag. Denn unser Hunger auf Tiefkühlpizza ist unstillbar. 800 Millionen Pizzen essen die Deutschen pro Jahr, weil es schnell geht und einfach ist. Man kommt nach Hause, hat keine Lust zu kochen, Gefrierschrank auf, Backofen an und reinschmeißen. Und nach 10 Minuten hat man was zu essen. Schnell geht es, ohne Frage. Aber wie gesund ist der Verkaufsschlager Pizza eigentlich? Wir lassen im Labor testen. Insofern ist das sicherlich keine Mahlzeit, die man jeden Tag zu sich nehmen sollte. Ein Leben ohne Pizza. Für viele schwer vorstellbar. Aber was genau essen wir da eigentlich? Feierabend bei Familie Goldhammer. Heute kommt mal wieder Pizza auf den Tisch. Da freuen sich alle drauf. Vor allem der Vater. Das soll ja richtig Schnee das Wochenende kommen. Pizza können wir mal reinlegen. Pizza ist für Goldhammers mehr als Fastfood. Ein Hauch von Urlaub im eigenen Wohnzimmer. Und günstig noch dazu. Wenn man zum Italiener geht und sich natürlich eine frische, dann zahlt man dann auch schon 10 Euro für eine Pizza. Und wenn man sagt, so für 10 Euro, da kriege ich 4 Pizzen aus dem Tiefkühl, ist doch klar, dass die Leute sich denn das holen. Pizza hat auch so einen Hauch vom Exotischen. Ne? Früher, so als ich Kind war, da kannte man das gar nicht. Tiefkühlpizza. Ein Stück Deutschland. Doch wie wird sie eigentlich hergestellt? Bis wir diese Bilder drehen durften, hat es lange gedauert. 6 Monate und etliche Telefonate. Denn von 13 deutschen Herstellern und Discountern mit eigenen Pizzamarken sagen uns 12 ab. Nur das Unternehmen Freiberger lässt uns filmen, hier in Europas größter Pizzafabrik in Berlin. Dr. Jürgen Sommer ist bei Freiberger verantwortlich für die Qualitätssicherung. 420 Millionen Euro setzt der Konzern pro Jahr mit Pizza um. Da darf kein Lebensmittelskandal und keine Panne das Band stoppen. Mit dem Käse hier, das ist jetzt die 6 mm Reibe. Also ich würde sagen, vom Streuverhalten ist das sehr annehmbar, das Ergebnis. Dieser fällt auch sehr schön im Wasserfallprinzip, lässt sich schön streuen. Beim anderen Käsesorten haben wir ab und zu ein bisschen mehr Feuchtigkeit drin, da müssten wir vielleicht eine größere Reibe nehmen. Bis zu 1 Million Pizzen laufen allein in diesem Werk in Berlin vom Band. Jeden Tag. Bei Tiefkühlware geht es immer um Masse. Eine hohe Stückzahl erleichtert natürlich die Automatisierung. Die Automatisierung sehen wir aber sehr positiv, weil dadurch natürlich auch ein Fehlerspektrum vermieden werden können. Durch diese große Menge können wir natürlich auch den Preis anbieten, den der Verbraucher bereit ist, für die Produkte zu bezahlen. 83 Cent kostet die billigste Pizza im Supermarkt. Da wird bei den Zutaten um jeden Zehntelcent gefeilscht, erklärt der Mann im dunklen Anzug. Helmut Mohrendt, einer der Geschäftsführer bei Freiberger. Die deutschen Verbraucher haben gelernt durch den Discounter, dass Lebensmittel billig sein können, und das wollen sie auch. Wenn wir es vergleichen mit Frankreich oder England, auch wenn man das in England vielleicht nicht vermutet, aber auch die legen mehr Wert auf Lebensmittel und geben mehr Geld aus. Die Deutschen geben dort Geld aus, wo man es nach außen sehen kann. Autos, Reisen und andere Dinge, und sparen oft am Essen. Neapel, die selbsternannte Hauptstadt der Pizza.
Vor gut 130 Jahren soll in diesen Gassen die Pizza erfunden worden sein, wie wir sie heute kennen. Doch was hat das italienische Original noch mit der Tiefkühlvariante gemein, die in Deutschland so beliebt ist? Die Pizzeria Matozzi im Zentrum Neapels. Schon der erste Blick zeigt, im Vergleich zum deutschen Industriefladen ist dieses Gebilde deutlich lockerer und luftiger. €4 kostet die Pizza Margherita hier, frisch im Steinofen gebacken. Mit echtem Büffelmozzarella kommt das Ganze auf €6, die Calzone gerade mal auf 5. Für Inhaber Lello Sorace die beste Pizza der Welt. Michele, siamo originali. Siamo la madre. Siamo gli autori. Wir sind das Original, die Mutter. Wir sind diejenigen, die die Pizza erschaffen haben. Auch wenn viele von den anderen das gut machen, bleiben wir immer die Mutter der Pizza. Das ist wie bei einem Gemälde, wie ein Picasso oder die Kopie davon. Picasso bleibt immer das Original. Nur mit Mühe können wir Lello Sorace und seinen Koch überreden, für uns Tiefkühlpizza zu testen. Schon das Auspacken fällt Küchenchef Massimo nicht leicht. Ich bin Neapolitaner, sowas esse ich sonst nicht. Wie das schon aussieht. Auch in Italien hat der Absatz von Fertigpizza in den letzten Jahren zugenommen. Doch der durchschnittliche Italiener verzehrt gerade mal 1,5 Tiefkühlpizzen pro Jahr. Bei den Deutschen sind es gut 10. Michele, 2 kleine Teller bitte. Für den Test haben wir hier in Italien 4 verschiedene Pizzen deutscher und ausländischer Hersteller besorgt. Einkaufspreis zwischen 93 Cent und 5,24 Euro. Und das Ergebnis? Also diese Pizza ist sehr, sehr hart. Ganz anders als die neapolitanische Pizza, die weich und luftig ist. Aber man muss die hier so lange backen, denn sonst schmeckt sie noch schlechter. Um nicht zu sagen, das Ganze wird noch hässlicher. Bin ich deutlich genug gewesen? Wir wollen uns nicht lustig machen, aber es gibt einen enormen Unterschied zwischen unserer Pizza und der Tiefkühlpizza. Das hier ist inakzeptabel. Um dem Vormarsch der Tiefkühlkost etwas entgegenzusetzen, gründeten Lello Sorace und andere vor 30 Jahren die Vereinigung der wahren neapolitanischen Pizza. Jetzt mache ich dir mal eine schöne neapolitanische Pizza. Man benutzt kein Nudelholz und keine anderen mechanischen Geräte, nur die Hände. Wir bearbeiten den Teig so, dass wir einen Boden mit einem Durchmesser von 28 bis 32 Zentimetern erhalten. Dann tun wir Tomaten drauf. Die verstreichen wir. Danach kommt der Mozzarella. Ein guter Mozzarella ist wichtig, damit die Pizza schmeckt. Dann noch etwas Basilikum. Der ist ebenfalls wichtig, auch um die Farben der italienischen Flagge zu erhalten. Weiß, rot, grün. Basilica è importante anche per dare, diciamo, i colori della bandiera italiana, no? Bianco, rosso e verde. Noch etwas Öl dazu, dann wandert das neapolitanische Original für eine Minute in den Ofen. Wir fragen uns, ist die Tiefkühlpizza so viel schlechter? Zurück in Deutschland treffen wir einen Mann, der Essen nicht am Geschmack, sondern an Zahlen misst. Dr. Ulrich Nehring, Lebensmittelchemiker. 5 verschiedene Tiefkühlpizzen lassen wir hier analysieren.
ein buntes Sortiment, zufällig ausgewählt. Ergebnis: fast alle Rohwaren entsprechen erst einmal den Angaben auf den Zutatenlisten. Bei einer Pizza allerdings, die Aldi Nord vertreibt, wirft dieses Gerät überraschende Ergebnisse aus. Die Bestimmung der Eiweiße belegt, dass die Salami-Qualität schlechter ist, als es die Verpackung erwarten lässt. Ein Verdacht drängt sich auf. Es handelt sich um die Pizza Edelsalami der Marke Mama Mancini. Das ist eine Pizza, die mit einer Salami belegt ist. Sehr durchaus reichhaltig, wie man hier sieht. Ist eine ordentliche Menge an Salami drauf. Aber man hat natürlich nicht, wie man hier vielleicht vermuten sollte, von der Kennzeichnung eine Edelsalami, sondern es handelt sich nach unserer Untersuchung um eine Salami der Standardqualität. Ist das Zufall, dass wir da so eine Art Verwechslung haben, oder ist das angestrebt vom Hersteller? Was meinen Sie? Na, ich denke mal, der Hersteller hat hier alle Möglichkeiten genutzt, um das Produkt attraktiv darzustellen. Es ist hier nicht die Bezeichnung der Salami, sondern es ist die Bezeichnung der Pizza. Und insofern ist das eine, sagen wir mal, Nutzung einer Lücke, die es hier vielleicht gibt. Und man muss eben als Verbraucher sehr genau hinschauen. Auf Nachfrage bestreitet Aldi Nord Tricks und Täuschungen. In der Regel werde Edelsalami verwendet. Diese Charge sei eine Ausnahme, ein Fehler des Wurstlieferanten. Wir wollen im Labor noch eine grundsätzliche Frage klären. Ist Tiefkühlpizza eigentlich gesund? Am Roboter lassen wir eine Käsepizza analysieren, vor allem die Fette und Fettsäuren. Auch in diesem Fall haben wir das Testobjekt zufällig ausgewählt. Es hätte auch die Käsepizza eines anderen Herstellers sein können. Dies ist eine ofenfrische Pizza von Dr. Oetker. Vier Käse-Pizza, also mit vier verschiedenen Käsesorten in der Auflage. Ja, bei den gesättigten Fettsäuren kommen Sie, wenn Sie diese Pizza essen, im Prinzip schon über den Tagesbedarf knapp hinaus. Das heißt, wenn ich so eine Pizza esse, jetzt mal überspitzt formuliert, sollte ich mir die Butter morgens und abends auf dem Brot dann sparen? Ja, ich würde das allerdings nicht auf diese Pizza beziehen, sondern das können Sie eigentlich für jede Pizza sagen. Wir wollen mehr dazu wissen und treffen uns mit Jürgen Stellpflug, Chefredakteur der Zeitschrift Ökotest, die Tiefkühlpizzen untersucht hat. Es ist zu erwarten, dass eine Pizza nun nicht gerade als Diätprodukt taucht. Mit bis zu 900 Kilokalorien ist die schon ganz schön heftig. Dann haben wir auch geguckt, wie sieht es mit dem Salzgehalt aus. Nicht zu erwarten war eigentlich, dass tatsächlich so viel Salz drin ist in den Pizzen, weil es manchmal mehr ist, mehr als diese 6 Gramm, die ein Erwachsener jeden Tag zu sich nehmen soll. Bei Kindern ist es ja noch viel, viel, viel weniger. Gern hätten wir zu all diesen Vorwürfen auch bei Dr. Oetker gefilmt, dem Hersteller der besagten 4-Käse-Pizza. Doch der Konzern, der mit Lebensmitteln in Deutschland 670 Millionen Euro im Jahr umsetzt, gewährt uns kein Interview. Kann ich Ihnen helfen? Wir wollen bei Dr. Oetker in Bielefeld zumindest die Fabrik von außen filmen. Aber selbst das ist nicht so einfach. Ist das mit unserer Öffentlichkeitsarbeit abgestimmt? Nee, müssen wir das mit Ihrer Öffentlichkeitsarbeit abstimmen, wenn wir eine Aufnahme haben von Dr. Oetker, ja? Normalerweise ja, weil bei uns herrscht striktes Fotografie- und Aufnahmeverbot. Aber wir stehen doch hier auf einer öffentlichen Straße. Soviel ich weiß, ist die mittlerweile auch von Dr. Oetker erworben, um hier mit dem Gelände. Bitte keine Aufnahme. Auch unsere Nachfragen zum Fett- und Salzgehalt der ofenfrischen 4-Käse-Pizza beantwortet der Weltkonzern nur schriftlich. Zitat: Im Rahmen einer vielseitigen und ausgewogenen Ernährung ist ein moderater Pizzagenuss auch bei dem gegebenen Salz- und Fettgehalt als unbedenklich einzustufen. Wie war das? Bei einem moderaten Genuss ist die ofenfrische 4-Käse-Pizza als unbedenklich einzustufen? Für uns klingt das wie ein Warnhinweis.
Wir sind noch einmal beim Unternehmen Freiberger in Berlin, das uns als einziges offen filmen lässt. Auch hier hat man sich Gedanken über zu fette und zu salzige Pizzen gemacht. Letztlich sei das nicht eine Entscheidung der Industrie, sondern des Verbrauchers, sagt der Geschäftsführer. Wir haben American Pizzen mit sehr viel Käse drauf. Da ist auch der Fettgehalt natürlich dementsprechend hoch. Wir haben vegetarische Pizzen, da haben sie einen Fettgehalt, der sehr niedrig ist und auch Kalorien, die unter 600 sind pro Pizza. So ist natürlich bei einer Vielfalt an Rezepturen auch eine Vielfalt an Fettgehalten möglich. Sie kaufen ja auch beim Fleisch, wenn Sie einen Bauchspeck kaufen, wesentlich mehr Fett als Filetstück. Und wir bieten das den Verbrauchern an und jeder kann nach seinem Gusto suchen, was er gerne isst und will. Ein neuer Morgen in Neapel. Um 10 Uhr erst öffnet die Pizzeria Matozzi. Gestern Abend wollten die Gäste mal wieder nicht nach Hause. Lello Surace muss wie jeden Morgen Teig ansetzen. Bei dem 76-Jährigen wird alles frisch gemacht. So war das immer schon. Vom Vater hat er das Geschäft übernommen und an seinen Sohn Paolo weitergegeben, vor ein paar Jahren bereits. Wer eine gute Pizza machen will, darf keine Fertigprodukte verwenden. Davon ist der alte Pizzaiolo, der Pizzabäcker, überzeugt. La cosa più importante. Der Teig ist das Wichtigste, die Mutter der Pizza. Ohne guten Teig keine gute Pizza. Wasser, Mehl, Salz, Hefe. Das ist so einfach, das kann man auch zu Hause machen, per Hand. Der Unterschied zwischen der Industrie und dem Handwerk ist, als wenn man ins Kaufhaus geht und nicht zum Schneider. Ich zum Beispiel kaufe keine Anzüge von der Stange. Dafür sehe ich dann aus wie ein Model. Ein bisschen muss der Teig ziehen, dann ist alles bereit für einen langen Tag in einer der ältesten Pizzerien Neapels. Was er vom Vater gelernt hat, gibt der 30-jährige Paolo an andere weiter. Bei Seminaren für Pizzabäcker in Japan oder den USA. Denn während immer mehr Menschen billige Tiefkühlpizza kaufen, mögen es andere am liebsten original italienisch. Italien. Das heißt auch Liebe zum Essen. Rings um die Pizzeria Matozzi wird nicht in Supermärkten eingekauft, sondern in kleinen Läden. Frische Ware aus dem Umland. Das ist das Geheimnis unserer Pizza, sagt Lello Surace. Die Zutaten. Guck mal, wie viel Milch da rauskommt. Und diese Tomaten, die sind saftig und sehr süß. Das hier sind Produkte von der besten Qualität. Deshalb kosten sie ein bisschen mehr. Aber die Frage ist doch, wie willst du essen? Gut oder schlecht? Weniger ist mehr, meint Lello Surace. Auch bei Freiberger in Berlin wird jeden Tag Pizzateig hergestellt. Vollautomatisch. 250 Tonnen Mehl verbraucht der Konzern pro Tag. Ein Schlag Tomatensoße und ab in den Ofen. Erst danach kommen die Zutaten auf die vorgebackenen Teigscheiben. Edamer-Käse,
Salami, Pilze, Schinken, was auch immer. Zum Schluss wird das Ganze tiefgefroren. Eine halbe Stunde bei minus 40 Grad. Fertig ist die Pizza, die sich 12 Monate lagern lässt. Tausend verschiedene Pizzasorten verschickt Freiberger in die ganze Welt. Für jede Supermarktkette, für jeden Discounter eine spezielle Rezeptur. Zu diesem Zweck erfindet hier eine eigene Abteilung ständig neue Pizzatrends. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie die schmecken hier. Das ist also ein Produkt, was wir jetzt wieder für England gemacht haben. Das heißt, der Boden, so wie er sein soll, unten kross, in der Mitte softig, Grundanforderungen erfüllt. Was sagt ihr? Pfeffer. Leicht pfefferig. Ja. Leicht pfeffrig? Mhm. Okay. Pfeffrig. Siegfried Weber und die Männer mit den weißen Hauben jagen der optimalen Pizza hinterher. Für jedes Land der Welt. Steinofen. Zum Beispiel haben wir hier ein Produkt, was wir auch in England vermarkten. Eine Chicken-Variante, Sweet Chili Chicken, würde man in Deutschland auch nicht finden. Und man sieht auch poppigere Farben. Also nicht ganz so konservativ, wie zum Beispiel in Deutschland das gemacht wird. Dann haben wir für zum Beispiel die Franzosen, da ist zum Beispiel keine Salami-Pizza gefragt. Das ist der Klassiker, eine 4-Fromage, 3-Fromage, also 3 verschiedene Käsesorten. Und der Klassiker in Deutschland ist ja, ja, sieht man eigentlich in allen Regalen, die Steinofen-Salami-Pizza, die in Deutschland hauptsächlich ja im Ranking auf Nummer 1 ist. Ich sag mal, man sagt immer Ranking Nummer 1 Salami, Ranking Nummer 2 Salami. Also danach kommt lange nichts. Das ist also wirklich der große Klassiker, den die Deutschen mögen. Das findet man in jedem Supermarktregal hier im deutschen Markt. Noch ein wenig Gewürz ran und ein bisschen mehr Wurst. Schon gibt es eine neue Salami-Pizza, die neue Kunden locken soll. So, das Salami, genau. 6 Scheiben. Heute schon produziert Freiberger in Europa, Asien und den USA. Im Pizzageschäft muss man expandieren. Beim Geschmack wird nachkorrigiert. Das ist natürlich für jeden Unternehmer ein Traum, dass er ein Produkt produziert und es passt weltweit zu jedem Konsumenten. Das ist aber nicht so. Also man muss sich schon auch dem Land anpassen. Freiberger beliefert große Handelsketten. Da müssen auch Aussehen und Verpackung der Pizza exakt stimmen. Ein Fall für Dr. Sommer und sein Team von der Qualitätssicherung. So, dann wollen wir mit der Bewertung beginnen. Fangen wir am besten gleich mit der Alberto Bolognese an. So, dann hätte ich gerne die Bewertung für das Aussehen der Verpackung. Folie schön geschlossen, Faltschachtel gut verklebt. Richtige Polierung drauf. Durchaus. Mit Schulnoten bewertet die Runde, ob die Pizza den Vorgaben entspricht. Das ist Vorschrift. Bei jeder Charge. So. Okay. Nicht oval, nicht verformt, wunderbar. Entspricht dem Standard. Mhm. Der Standard. Darum geht es in der Lebensmittelindustrie. Das immer gleiche Produkt möglichst günstig liefern. Ja, danke, Viola. Danke. Am Ende spielt der Geschmack noch eine Rolle. Dafür sind Dr. Sommer und seine Leute eigens geschult. Denn auch eine vollautomatische Produktion kann nicht ganz auf den Menschen verzichten. Insofern ist es ja besser, wenn Menschen diese Tests durchführen, als wenn das Geräte oder Maschinen machen. Und es ist auch noch nicht möglich, den Mensch in der Sensorik völlig zu ersetzen. Es gibt sicherlich Geräte, die heute schon Aromaanalysen und Ähnliches leisten können. Aber der Mensch ist doch noch notwendig. Eine Autostunde von Neapel entfernt grasen Wasserbüffel. Der Mozzarella, der aus ihrer Milch gemacht wird, ist eine Delikatesse. Vor ein paar Jahren gab es in der Region einen Lebensmittelskandal. Erhöhte Dioxinwerte in mehreren Mozzarella-Proben.
Heute schwören Kenner wieder auf den Edelkäse aus Kampanien, eine der erlesensten Zutaten für Pizza. Ich gebe dir den Mozzarella auf die Hand. So macht man das unter Freunden. Eine exklusive Verkostung für Lello Surace, unseren Pizzaiolo aus Neapel. Der ist unglaublich gut. Ich habe schon viele Mozzarella probiert, aber der hier ist außergewöhnlich. Von Hand wird der Büffelmozzarella hier gemacht, der das Qualitätssiegel DOP trägt. Die rohen Käseklumpen werden mit heißem Wasser vermengt, in Holzbottichen, so wie vor Hunderten von Jahren. Darauf sind sie stolz. Wir haben hier diese Käsemasse. Die wird dann verarbeitet zur Mozzarella? Die wird erst zerkleinert und kommt dann in diese Bottiche aus Holz. Handwerk und exzellente Qualität. Kein Vergleich zur Lebensmittelindustrie, die jeden Tag Tonnen billigen Mozzarellas aus Kuhmilch auf den Markt wirft. Wenn Lello Surace von seiner geliebten Pizza Napolitana schwärmt, meint er auch Zutaten wie diese hier. Frische Lebensmittel, von Hand gemacht, ohne chemische Zusätze. Für mich und für die Leute, die wie ich denken, ist Essen sehr wichtig. Es geht dabei nicht darum, sich den Bauch vollzuschlagen. Es geht darum, weniger zu essen, aber dafür gut. Sich vollfressen ist nicht gesund. Deshalb lieber weniger essen und dafür auf die Qualität achten. Auch in Europas größter Pizzafabrik in Berlin wird heute Morgen Mozzarella angeliefert. Wer 1 Million Tiefkühlpizzen pro Tag produzieren will, der braucht ständig Nachschub. Nicht aus Italien kommt der Mozzarella hier und schon gar nicht wurde er aus echter Büffelmilch hergestellt. Stattdessen stammt die Industrieware aus Dänemark. 22 Tonnen Mozzarella aus Kuhmilch. Abgerechnet wird auf das Kilo genau. Wir können den Kunden nur die Qualität anbieten, die sie auch bereit sind zu bezahlen, sagen sie bei Freiberger. Büffelmozzarella sei eben zu teuer. Stattdessen sind Deutschlands Pizzafabrikanten stolz auf ihre Technik. Seit den 70er Jahren habe man die Italiener weit hinter sich gelassen. Seit der Zeit hat sich natürlich die Industrie, die Pizzaindustrie in Deutschland stärker entwickelt, weil wir einfach auch bekannt sind dafür, dass wir bessere Maschinen bauen, schneller sind, auch von der ganzen Technik her Weltmarktführer sind. Jeder kennt Made in Germany, hat ja gerade Geburtstag auch. Und da sind die Italiener nicht ganz so stark wie wir. Damit die Pizzamaschine niemals ins Stocken gerät, müssen alle Hersteller gewaltige Mengen an Rohwaren einkaufen. Freiberger allein bezieht pro Jahr 126.000 Tonnen an Mozzarella, Mehl, Edamer, Salami und Tomatenprodukten. Ein Großteil davon kommt aus dem Ausland, wird per Laster und Schiff verfrachtet. Die Tiefkühlpizza. Ein internationales Produkt. Käse und Fleisch zum Beispiel kommen aus Deutschland, Österreich oder Nordwesteuropa. Die Tomaten stammen oft aus Italien oder auch Spanien. Die Gewürze aus Indonesien, Mexiko, Ägypten oder Indien. Und der Knoblauch kommt überwiegend aus China.
Der weltweite Handel mit Lebensmitteln produziert Lärm und Abgase. Muss das eigentlich sein? Wir versuchen natürlich, so wenig Transportkosten wie möglich zu schaffen. Das geht ja auch auf Kosten des Preises. Aber wir sind da gezwungen, dort einzukaufen, wo eben die Produkte angebaut werden. Die Redakteure von Ökotest haben daran Zweifel. Entscheidend sei nicht, wo Produkte angebaut werden, sondern was sie kosten. Deshalb würden sie rund um die Welt transportiert. Auf dem Pizzakarton sieht man wenige Zutaten, aber tatsächlich sind viele, viele Kilometer in so einem Pizzakarton vereint. Und da sieht man also, wie viel dort tatsächlich in einem Produkt dann auch zusammenkommt, wie viele verschiedene Lebensmittel. Das sieht man mit dieser Pizza dann sehr deutlich. Ja. Die Hersteller haben ja immer eher im Auge. Eigentlich ist der Preis der Pizza viel höher, meint Jürgen Stellpflug. Aus Polen kommen oder können sich da ja auch. Der weltweite Handel mit Lebensmitteln hat natürlich Umweltauswirkungen. Die Transporte, die ich dazu brauche, die gehen ja am Ende gar nicht in den Preis ein, weil die Luftverschmutzung, die beispielsweise durch Transporte passiert, ja immer noch fast kostenlos ist und dann am Ende von allen Menschen dieser Welt getragen werden muss. Wir wollen uns den Handel mit Lebensmitteln und seine Folgen näher anschauen. Am Beispiel der Tomaten. Gerade wird bei Freiberger eine Ladung Tomatenpulpe angeliefert. Passiertes Fruchtfleisch in Säcken, unerlässlich für jede Tiefkühlpizza. Aus Italien stammen die 24 Tonnen passierte Tomaten, also aus einem Land der Europäischen Union. Aber wer pflückt eigentlich die italienischen Tomaten, die viele Pizzahersteller in Deutschland verwenden? Und vor allem, zu welchen Bedingungen? In der Nähe der Stadt Foggia, im Süden Italiens, sind wir mit Gewerkschaftern unterwegs. Die Gruppe kümmert sich um Erntehelfer, die auf den Tomatenfeldern arbeiten. Daniele Calamita, der Vorsitzende der örtlichen Gewerkschaftsgruppe, hat das Projekt aufgebaut. Kann sein, dass wir heute Arbeiter aus Afrika, Bulgarien oder Rumänien treffen, vielleicht auch Italiener. Eigentlich fehlt es ihnen an allem. Sie haben keinen Arbeitsvertrag, sie bekommen keinen vernünftigen Lohn, sie sind abhängig von ihren Vorarbeitern. Kurz darauf sehen wir die ersten Arbeiter auf Tomatenfeldern. 7 Uhr morgens ist es, aber die Sonne steht schon hoch. Bei 30 Grad jäten die Männer Unkraut. Einer der Landarbeiter spricht mit den Gewerkschaftern, er regt sich mächtig auf. 40 Euro würden sie pro Tag nur noch bekommen. Selbst das ist vielen Bauern hier noch zu teuer. Sie heuern lieber illegale Einwanderer an, aus Afrika oder Osteuropa. Die arbeiten für noch weniger Lohn. Die Ausländer hier sind Sklaven. Ihre Situation ist sehr schlecht. Die italienische Regierung muss was tun. Wenn sie das nicht schafft, müssen die anderen Länder in Europa eingreifen. Wir sind doch in der Europäischen Union. Auf dem nächsten Feld sind Rumänen und Bulgaren im Einsatz. Bis zu 50.000 Wanderarbeiter sollen jedes Jahr zur Tomatenernte nach Italien kommen, schätzt die Gewerkschaft. Viele von ihnen ohne gültige Papiere. Der überwiegende Teil der Ernte hier gehe als Tomatenmark oder Pulpe ins Ausland. Auch nach Deutschland, erklären uns die Gewerkschafter. Wo die Lieferungen in Deutschland genau landen, wüssten sie nicht. Bei den vielen Zwischenhändlern könne das niemand sagen.
Der italienische Landwirt, der die Osteuropäer angeheuert hat, ist sich keiner Schuld bewusst. Bei ihm würden die Leute gut behandelt. Daniele Calamita sieht das anders. Nach dem regulären Vertrag soll ein Arbeiter am Tag 48 Euro verdienen für 6,5 Stunden. Meistens wird aber nach Akkord abgerechnet, nach Kisten. Die Leute bekommen 3 Euro für eine Kiste mit 300 Kilo Tomaten. Dafür braucht ein normaler Arbeiter eine Stunde. Er verdient also 3 Euro die Stunde. Um 30 Euro mit nach Hause zu nehmen, müssen sie 10 Stunden arbeiten. Pro gepflücktes Kilo Tomaten 1 Cent Lohn. Wer macht diese Arbeit und warum? Die Situation in Bulgarien ist nicht so gut wie hier. Es gibt kaum Arbeit. Drei, vier Leute haben Arbeit, einer nicht. So ist das. Und meine Kinder sollen demnächst in die Schule gehen. Die Geschichte ist ein Teufelskreis. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Die Landwirte zahlen den Arbeitern wenig Geld, weil sie selbst nur niedrige Preise bekommen. Und die Industrie sagt, dass sie von den großen Handelsketten abhängt. Landet tatsächlich Tomatenpulpe, die unter diesen Bedingungen produziert wird, auf deutschen Pizzen? Wir fragen beim Geschäftsführer von Freiberger nach, der sich auf seine Kunden bezieht, die großen Handelsketten. Unsere Händler weltweit fordern auch von uns, dass wir über Ethikaudits denen sicherstellen, dass weder Kinderarbeit noch irgendwelche anderen Dinge stattfinden. Also wir auditieren unsere Lieferanten selbst, wir schauen, wie die Zustände dort sind. Und wir kaufen nicht bei Leuten, die eben da nicht in unsere Anforderungen erfüllen. Außerdem, so der Geschäftsführer weiter, würden die Tomaten für Freiberger mit modernen Maschinen geerntet. Da kämen kaum Arbeiter zum Einsatz. Dokumente und Fotos des Konzerns sollen das belegen. Nur, gilt das für alle Produzenten? Oder landen doch Tomaten, die von Wanderarbeitern gepflückt werden, auf deutschen Tiefkühlpizzen? Wir fragen bei 12 Herstellern und Discountern nach. Auch andere Pizzaproduzenten verweisen auf Erntemaschinen. Und alle schreiben, ihre Zulieferer hätten Verträge unterzeichnet, die Ausbeutung verbieten. Aber gibt es unabhängige Kommissionen, die das überwachen? Auf diese Frage hat kein Pizzahersteller eine plausible Antwort. So läuft das immer, meint Gewerkschafter Calamita. Die Industrie sichere sich über Verträge mit ihren Zulieferern ab. Aber die 50.000 Wanderarbeiter pflückten ja schließlich Tomaten, auch für den deutschen Markt. Zum Schluss will er uns noch was zeigen. Wir fahren jetzt zu einem Lager, das sich auf keiner Karte findet, weil es illegal errichtet wurde. Ein Lager mit selbstgebauten Hütten aus Karton und Plastik. Da leben ungefähr 1.000 Landarbeiter aus Afrika, unter Umständen, die man sich in einem zivilisierten Land nicht vorstellen kann. Am Ende der Schotterpiste die Behausungen der Erntehelfer. Viele von ihnen seien illegal in Italien, ohne dass die Polizei sich darum schere, so Daniele Calamita.
Seit Wochen versuchen die Gewerkschafter, den Kontakt zu den Afrikanern auszubauen. Aber viele der Tagelöhner haben Angst, erzählt Jemba, der aus dem Senegal stammt. Angst vor den Kaporalen, den Vorarbeitern, die ihnen gegen Bargeld Jobs vermitteln und sie ausbeuten. Nach kurzer Diskussion dürfen wir in der Ruine drehen. 100 junge Männer sollen in diesem Haus unterkommen, erzählt man uns. Mehrmals fragen wir nach, weil wir das nicht glauben können. Aber die Afrikaner bleiben dabei. Die anderen seien gerade bei der Ernte. Sie sind jung, sie sprechen Italienisch, sie wollen arbeiten. Deshalb sind sie hier. Es gibt nicht jeden Tag Arbeit. Dann wieder kommt der Caporale und sagt, es gibt Arbeit ein, zwei Tage. Aber es ist nie etwas Festes. Wenn es Arbeit gibt für zwei Tage, drei Tage, eine Woche, zwei Wochen, dann machen wir das halt. Ich bin nach Europa, nach Italien gekommen, weil es bei uns noch schlechter ist als hier. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, weil ich seit einem Monat keine Arbeit habe. Und meine Freunde und ich schämen uns, irgendjemanden um Geld für Essen zu bitten. Der Traum vom besseren Leben hat sie gelockt. Jetzt sind Jemba und seine Freunde Gestrandete. Nach Afrika können sie ohne Geld nicht zurück. Und auf den Tomatenfeldern beutet man sie aus. Was die Verbraucher verstehen müssen, ist, dass wenn sie das Endprodukt so günstig kaufen, sie mit dafür verantwortlich sind, wie diese Jungs leben müssen. Der Verbraucher sollte verstehen, was Menschenwürde bedeutet und etwas dafür tun. Er sollte Basta sagen zu diesem System und diesen Lebensbedingungen. Man kann für praktisch null Geld, kann man keine qualitativ hochwertigen Produkte herstellen. Da muss man Massenprodukte herstellen, die dann eben auch von Menschen erzeugt werden, die wiederum auch schlecht bezahlt werden, weil mit normaler oder auch guter Bezahlung, da funktioniert das Ganze dann eben nicht mehr. Ein letzter Abend in Neapel. Was hat uns der alte Pizzaiolo mit auf den Weg gegeben? Weniger ist manchmal mehr. Gutes Essen hat seinen Preis. Billiges aber auch. Das haben wir auf dieser Italienreise gelernt. Und noch etwas. Pizzateig ist schnell gemacht. Vielleicht einfach mal selber ausprobieren. Zu Hause. Mit der Familie. Oder mit Freunden oder mit allen zusammen.